damit man mal einen Eindruck davon bekommt, wie das Leben in China so aussieht, habe ich mir gedacht, dass ich mich einfach mal an verschiedenen Stellen auf die Straßen stelle und euch dies und das zeige, was mir irgendwie so auffällt. Nichts Außergewöhnliches, einfach so Impressionen aus dem Alltagsleben und von der Straße in China. Das hier ist gerade in Lanzhou. Ich stehe schräg gegenüber vom Bahnhof und vom Bahnhofsvorplatz. Und ja, man kann sich das hier einfach mal angucken, damit man mal sieht, was man sonst in den Medien oder in den Zeitungen oder sonst irgendwo nicht so sieht. Da nochmal der Beweis, wir sind in Lanzhou. Hier stehen wir auf einer Fußgängerbrücke über einer Kreuzung. Ich werde gerade belagert, die Leute sind übelst neugierig, was ich hier mache. Also so sieht Verkehr in China aus, wenn er ein bisschen gesitteter ist. Was ich sonst noch zeigen wollte, ist, wie hier die Häuser aussehen. Das sieht man ja bei uns sonst auch nie. Dazu wechsle ich mal rüber. Also das hier ist ein ganz standardmäßiges Wohnhaus. Es liegt natürlich hier mitten an der Straße, die viel befahren ist und wo die ganze Zeit gehupt wird. Aber so in der Kante sieht das in etwa aus. Irgendwie scheint man von Thermopenscheiben nicht viel zu halten. Die gibt es nämlich nicht. Das ist alles Einfachverglasung, was man da sieht. Das ist natürlich alles übelst zügig im Winter. Und man braucht sich nicht einzubilden, dass neuere Häuser da fortschrittlicher sind. Nein, die werden alle genau nach diesem Schema aufgebaut. Die beiden Mädels hier rechts im Bild tragen übrigens ihre Schuluniform, weil es halt in China so üblich ist, Schuluniform zu tragen. Drehe ich die Kamera nochmal, dann sieht man hier auch ein etwas neueres Haus. Beziehungsweise das heißt ein etwas neueres, eins ist gerade im Bau. Aber man sieht, das Aufbauschema ist dasselbe. Ein Jinglebell spielender Müllwagen. Und ich dachte, es seien nur taiwanesische Müllautos, die so übelst rocken. Ich habe es jetzt schon öfters gehört, aber es ist gerade das erste Mal, dass ich sehe, dass es tatsächlich das Müllauto ist, das diese Musik von sich gibt. Hier ein typischer Essenstand, wie man ihn in China vorfindet. Liegen alle möglichen Dinge roh dort, Fleisch, Tintenfisch, alles mögliche Tofu-Zeug, Wurst-ähnliche Sachen. Manchmal auch Gemüse, aber hier gibt es kein Gemüse. Und man kann sich da was aussuchen und das wird dann für einen gegrillt. Es gibt verschiedene Stände von der Sorte, manchmal gibt es gegrillt, so wie hier, manchmal gibt es das in so einer Suppe oder in so einem Sud gekocht. Oder es gibt auch Stände, wo es gebraten wird. Super interessant. Die beiden Spiralen, die da links liegen, gehören mir. Ich warte einfach darauf, dass es fertig wird. Ja, hier sieht man auch jemanden gerade beim Bestellen.
Also so, dass auf der Straße immer und überall irgendwelche Stände rumstehen, die irgendwas verkaufen. Hier gibt es zum Beispiel auch noch Obstverkäufer. Kommen meistens aus dem Umland und verkaufen dann direkt das, was bei ihnen selbst auf den Ackern wächst. Gut, ich glaube, Bananen wachsen hier in der Gegend nicht, aber sonst grob in der Richtung läuft das so ab. Es wechselt alle paar Stunden die Besetzung. Zum Beispiel werden die Obsthändler nach Einbruch der Dunkelheit verschwunden sein, aber dafür gibt es dann mehr von diesen Leuten, die was grillen oder braten oder kochen. So, mein Essen ist fertig, dann geht's weiter. Hier ist die kleine Verkaufsstraße, die neben dem Bahnhof ist. Da gehe ich einfach mit euch lang. Hier kriegt man eigentlich alles, was man braucht, kurz bevor man so in den Zug steigt. Oder auch ansonsten, was man irgendwie mal eben für den täglichen Bedarf braucht. Hier ist nicht viel Platz, die Straße ist 2 Meter lang. Das heißt aber nicht, dass man hier nicht mit Fahrrad oder Mofa durchfahren kann. Auch Enten gibt es hier und Hühnerfüße. Den ganzen Kram, den man kennt. Oh, und es gibt Brot. Ich bin total begeistert. Es gibt nämlich hier relativ viele Moslems und die können auch Brot backen. Das ist total begeisternd. Ist ja normalerweise in China übel schwer an Brot zu kommen. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich irgendwo Moslem rumgurken sehe. Den kann ich dann nämlich fragen, wo es Brot gibt. Komischerweise, wenn ich in Deutschland bin, bin ich da nicht so erpicht drauf. Aber also, wenn man es nicht haben kann, will man es natürlich umso mehr. Hier sind auch so tolle Sachen. Da stehen einfach so Töpfe voller Eintopf rum und man kann das einfach kaufen und essen so unterwegs. Das ist total cool. Könnte man sich in Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden, aber da gibt es ja immer nur fettige Currywurst, McDonalds-Müll und Gammelfleischdöner. Na, schönen Dank auch. Ja, Ende. Da ist jetzt der große Bahnhofsvorplatz. Schlupf.